Oh ja! Was haltet ihr von Krepppapier-Luftschlangen, die wir hübsch an die Decke drapieren? Krepppapier drapieren wird erledigt. Bonnie und Citronella, könnt ihr bitte so viele Glühwürmchen wie möglich besorgen, um die Halle zu erleuchten? Aber klar doch! Wir sind schon dabei! Himbeertörtchen und ich fangen auch schon mal an. Ich sollte auch besser sofort anfangen, wenn wir das in 2 Tagen alles schaffen wollen. Dankeschön für die Hilfe! Ich werde dafür sorgen, dass das der beste Glimmerbärenball wird, den es in Witzi-Bärchenhausen je gab! Das ist bärig schön, Mädels. Oh, sieht wirklich toll aus. Und das Allertollste ist, dass wir einen ganzen Tag früher fertig sind. Oh, das bedeutet, dass ich morgen noch Zeit habe, ein paar richtig schöne Tischdecken zu nähen. Und ich habe noch Zeit, die richtige Musik auszusuchen. Yeah! Der Ball wird bestimmt super toll. Das stimmt schon, aber wir haben morgen trotzdem noch eine Menge zu erledigen. Lasst uns schlafen gehen und wir sehen uns morgen in aller Frühe wieder. Was in aller Welt ist denn hier passiert? Die Snacks sind verschwunden. Die Glühwürmchen sind alle weg. Oh, und die Luftschlangen und Tischdecken sind alle kaputt. Wenn das ein Scherz sein soll, ist er nicht witzig. Wer könnte denn so etwas tun? Keine Ahnung, aber das hier... Juhu! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Fleumeli, komm schon, du musst dir das ansehen. Ich hab's geschafft. Orangella, beeil dich, du musst dir ansehen, was ich gemacht habe. Bonnie, Bonnie, komm schon. Himbeertörtchen, komm und sieh es dir an, schnell. Die unglaublichsten Nägel, die ich je gesehen habe. Aber das war noch nicht alles. Sie spielen auch Musik. Ich nenne es Glamiküre. Die Nägel sind toll. Sie sind die bärig beste. So eine kunstvolle Verschönerung habe ich noch nie gesehen. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Oh, danke schön. Das hast du wirklich bärig, bärig gut gemacht. Das ist die allertollste Idee seit Lipgloss mit Himbeergeschmack. Ich bin so froh, dass euch die Nägel gefallen. So schön. Thank you.
Gott, wir suchen noch mehr Pusteblumen. Ich habe da eine Idee. Und was machen wir jetzt, Orangella? Das werdet ihr schon sehen. So, fertig, da hast du es. Dankeschön, Himbeertörtchen, das ist perfekt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Sieh da! Das sieht so aus, als ob es echt Spaß macht. Und wieder ein zufriedener Kunde mehr. Oh. Zu mir, Himbeertörtchen! Haben wir zwei Teams. Also lasst uns den Pavillon als Tor benutzen und das andere... Oh, wie wäre es mit dem Gänseblümchen? Da hinten, das so hängt. Ja, das ist perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schiedsrichter. Vielleicht braucht dieses Spiel eine nicht auf den Schultern anderer Leute stehen Regel. Ich habe da eine andere Idee. Warte mal, ist das erlaubt? Jedenfalls ist es nicht verboten. Also eigentlich ist bisher gar nichts verboten. Gut, wenn das so ist. Dein Weg zum Ziel ist flott, ohne Pause, ohne Stopp. Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf. Du machst das Beste draus, vergisst den Rest, das zahlt sich aus. Zu wissen, dass eins sicher ist, gibt niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum auf, an den du glaubst. Die armen Mädels. Ihr wundert euch sicher, wieso ich euch hergebeten habe. Ihr müsst mir behilflich sein. Seht nur! Aber Emily! Wo ist sie denn hin? Was ist mit deiner Glamiküre passiert? Oh, sie hat mir nicht so gut gefallen. Sie war ein bisschen zu hell und zu aufdringlich. Ich weiß! Ich kann damit nicht tanzen. Ich kann meine Regale nicht auffüllen. Ich kann nicht schlafen. Und sie passt einfach zu nichts, egal was ich trage. Wie bist du sie losgeworden? Wir haben wirklich alles versucht. Seife und Wasser. Ketchup und Erdnussbutter. Wie hast du es geschafft? Ich hab Zitronella gesagt, wie ich mich fühle. Da hat sie weggemacht. Du hast es ihr gesagt? Aber... Und wie geht es ihr jetzt? Du hast ihr damit ganz sicher wehgetan. Oh, weia, Emily. Wie konntest du das nur tun?
Ich bin der Meinung, dass zu einer guten Freundin auch gehört, dass sie den Mut dazu hat, hilfreiche Kritik zu üben. Es ist wichtig, dass man die Wahrheit sagt. Dann kann es der andere das nächste Mal besser machen. Außerdem sollte er die Kritik in einer freundlichen Art und Weise aufnehmen, was Citronella getan hat. Es geht ihr gut. Oh, die Glamiküre hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich hätte meine Hände am liebsten unter einem Kissen versteckt. Das habe ich versucht. Es hat nicht funktioniert. Aber wir haben das alles ertragen, weil, naja, wir es Citronella nicht sagen wollten. Diesem Gespräch wollten wir... aus dem Weg gehen. Komplett aus dem Weg gehen. Deswegen haben wir auch Citronella gemieden. Ja, ich weiß. Das hat sie mir erzählt. Sie hatte Angst, dass ihr vielleicht sauer auf sie seid. Oh nein, das ist ja furchtbar. Arme Citronella. Und sie ist heute sogar bei mir vorbeigekommen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Leider habe ich ihr nicht die Wahrheit gesagt. Tja, dann könnt ihr nur noch eine Sache tun. Ihr müsst es ihr sagen. Können wir das? Wir werden sie damit auch nicht... kränken? Es wird sie nicht mehr kränken als euer Versteckspiel. Wahrscheinlich nicht. Ja, das sollten wir. Es wäre auf jeden Fall besser. Das sehe ich auch so. Wir sollten jetzt endlich... Citronella die Wahrheit sagen. Also, worauf wartet ihr dann noch? Also gut, zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das Pusteblumen-Hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an, aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen, also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, ich meine natürlich unseres, aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun? Guck mal, sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbeertörtchen. Himbeertörtchen? Himbeertörtchen? Was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt. Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar, ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein. Etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. Süß. Oder? Oder. Und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein Pusteblumen-Hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay, okay. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Stecke nicht geschickt? Hab ich doch. Du musst es vergessen haben. Du vergisst doch immer irgendwas. Nein, doch. Wir dürfen sie nicht als Mitglied unseres Clubs verlieren. Ich schätze, wir geben ihr lieber einen Test, so wie sie es will. Richtig. Aber wir haben keinen Club der guten Einwohner-Test für sie. Naja, sie will doch nur beweisen, dass sie anderen Gutes tun kann, oder? Aha. Fläumeli! Ich werde euch zeigen, dass ich eine gute Einwohnerin bin. Bist du dir absolut sicher, dass du im Club der guten Einwohner sein möchtest? Ja. Ich kann dich nicht hören. Ja. Ich kann dich
ich machen muss. Ich gebe mein Bärig-Bestes. Ja, ja, ja. Also, der erste Test sieht so aus, dass du das Clubhaus von innen und außen streichen wirst, damit es schön aussieht, wenn sich der Club der guten Einwohner zum ersten Mal hier trifft. Von innen und außen? Ist das für dich zu schwer? Du könntest stattdessen auch... Das ist absolut nicht zu schwer für mich. Ich gebe gern mein Bestes, um den Club der guten Einwohner für alle Mitglieder fabelhaft aussehen zu lassen. Oh, nein, 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 nein. Fang auf der anderen Seite an. Hier stehst du mir voll in der Sonne. Ich weiß ja nicht. Ich finde, blau passt nicht zu meinen Augen. Könntest du einen helleren Ton nehmen? Was für einen? Los, gib mir mal den Farbpinsel. Das sieht doch toll aus. Das sieht aus wie ein Hase. Es sieht aus wie eine Blume. Sieht es nicht. Sieht es doch. Sieht es nicht. Sieht es doch. Sieht es nicht. Fertig. Seid ihr sicher? Willst du es nochmal streichen? Findest du es nicht gut? Nein, nein, es sieht ganz toll aus, wirklich. Wir sollten auf die Meinung der anderen Mitglieder warten, bevor wir irgendetwas ändern. Also war's das? Kriege ich jetzt meinen Anstecker? Naja, du hast den ersten Test bestanden. Ich gratuliere dir. Den ersten Test? Wie viele gibt es denn? Es gibt drei. Es gibt drei. Es sind immer drei Tests. Ja, richtig. Oh. Du zuerst. Nein, du zuerst. Ich lass dir den Vortritt. Nein, du. Hi, wow, ihr seid alle hier. Was kann ich für euch tun? Kommt schon her. Das machen Freunde nun mal so. Es sind die... die Glamiküren. Wir haben das Gefühl... Sie sind irgendwie... Nicht das Richtige für uns. Nicht das Richtige? Hört auf, hört auf, aufhören! Du... lachst ja... Aber wieso? Ich wusste nicht, wie einem diese Glamikühen auf die Nerven gehen können. Wir haben deine Gefühle nicht verletzt? Naja, ich bin enttäuscht, dass sie nicht so gelungen sind, aber ich wünschte wirklich, ihr hättet es mir früher gesagt. Ich meine, wir sind doch Freundinnen. Ich möchte lieber, dass ihr ehrlich zu mir seid. Tut mir leid, dass wir das nicht waren. Ich habe gerade eine tolle Idee. Neue und verbesserte Superglamiküren. Das meinst du? Ich weiß nicht genau. Keine Sorge, ich werde mir natürlich jeden Vorschlag anhören, den ihr habt. Oh, regulierbare Farben. Man sollte die Melodie ändern können. Oh, ich würde gerne den Rhythmus ändern können. Und den Ton ausstellen. Ja, das sind alles ganz tolle Ideen. Oh, ja! Dass man den Ton ausstellen kann, ist besonders wichtig. Ja! Vergiss es. Oh, wenn Himbeertörtchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag. Ganz allein. Oh! Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Citronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie alles ganz allein machen. Oh. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Und das ist es. Du kannst es. Schön. Exzellent. Wirklich ausgezeichnet. Oh, danke, Fläumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. Ach, Citronella mag deine Sachen auch. Citronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich habe aufgegeben. Aber Himbeertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh. Du kannst mir glauben, dass Citronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss.
Hallo, Citronella. Hallo, Emily. Hallo, Mädels. Was macht ihr so? Hey, hallo, das Citronella. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon, aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Citronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Wenn es draußen stürmt und regnet, glücklich, wer da seinen Freunden begegnet. Vögel brauchen Federn. Auch Teamwork ist zu empfehlen. Und wie findest du ihn? Hast du noch irgendwas, poppigeres?